Es klingt wie ein Albtraum. Stell dir vor, du gehst hilfesuchend in ein Krankenhaus, wirst von einem Arzt erst betäubt und dann vergewaltigt. Ihr ist das passiert. Auf einmal erfährst du, dass du da gelegen hast und dein Körper missbraucht worden ist, dass du vergewaltigt worden bist. Und als man mir dann gesagt hat, es gibt Videos, in dem Moment bricht schon irgendwo eine Welt zusammen. Carina S. ist nicht die einzige Betroffene. Der Assistenzarzt Philipp G. hat fast 100 Frauen betäubt, vergewaltigt und alles gefilmt. Es ist der 22. Juli 2019. Carina S. geht ins Krankenhaus. Die damals alleinerziehende Mutter ist im letzten Monat mehrmals ohnmächtig geworden. Jetzt will sie herausfinden, was mit ihr los ist. Sie wird in der Neurologie des Evangelischen Klinikums Bethel aufgenommen. Am zweiten Tag geht es los mit den Untersuchungen. Abends kommt der Assistenzarzt Philipp G. in ihr Zimmer. Dann hatte ich auch Besuch von diesem Assistenzarzt. Der kam dann um Mitternacht ins Zimmer reingestolpert. Er sagt nur, ich bräuchte ja Flüssigkeit, und er kam an meine linke Seite und hat versucht, einen Zugang zu legen und hat erstmal zweimal daneben gestochen. Und dann hat er es aber geschafft. Und von dem Moment weiß ich halt gar nichts mehr. Sie erinnert sich, es ist 4 Uhr früh, als sie mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen aufwacht. Sie klingelt nach der Schwester und sieht, dass ihre Bettdecke voller Blut ist und der Zugang auf dem Boden liegt. Die Schwester bringt ihr noch eine Decke und verbindet ihren Arm, dann schläft sie wieder ein. Am nächsten Morgen kommt ihr Vater zu Besuch. Und dann habe ich im Beisein meines Vaters so ein Medikamentenfläschchen gefunden. Ich habe dann auch direkt bei der Schwester geklingelt und habe ihr gesagt, dass dieses Fläschchen im Bett lag. Sie hat dann das Fläschchen an sich genommen und... Genau, hat nicht viel dazu gesagt. Im ersten Moment war sie so ein bisschen stutzig und dann habe ich das nochmal gesagt, so gestern Abend war der Arzt hier, und dann hat sie es halt einfach mitgenommen und dann wurde da auch nicht mehr drüber gesprochen. Bei dem Assistenzarzt, der in der Nacht zu Carina S. ins Zimmer kommt, handelt es sich um Philipp G. Er ist zum Tatzeitpunkt 31 Jahre alt. Der Neurologe gilt unter Kolleginnen und Kollegen als sympathisch, ein Teamplayer, jemand, der anderen gern die Arbeit abnimmt. Damals ahnt niemand, dass der so freundlich wirkende Neurologe ein mehrfacher Vergewaltiger ist. Auch Carina S. schöpft keinen Verdacht. Er war vom Typ her jemand, der es auch nicht so raushängen lassen hat, dass er Arzt ist. Der war mehr so Kumpeltyp. Man hat ihn auch oft mit anderen reden und lachen hören. Und absolut kein Mensch, wo ich jetzt wirklich irgendwie Misstrauen hatte oder so. Carina S. kommt am 2. September zurück in die Klinik. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Und dann kommt es zu diesem zweiten Vorfall. Diesmal hat Carina S. eine Bettnachbarin. Die beiden unterhalten sich, als gegen 22 Uhr Philipp G. in ihr Zimmer kommt. Er sagt, sie bräuchten beide einen Zugang für das MRT am nächsten Tag. Er hat den Zugang gelegt und ich habe gerade noch geschafft zu sagen, was ist das für ein Medikament? Alles dreht sich und dann war ich halt weg. Ich bin am nächsten Morgen wach geworden. Ich glaube, es war so 6 Uhr. Meine Bettnachbarin war wach und sagte nur, sie wäre nachts wach geworden mit tierischen Kopfschmerzen und Schüttelfrost und sie hätte überhaupt keine Erinnerung mehr an den gestrigen Abend. Und dann hat es bei mir halt, in dem Moment wusste ich ganz genau, okay. Hat's Klick gemacht? Ja. Es hat Klick gemacht. Carina S. erzählt ihrer Bettnachbarin von ihrem Erlebnis im Juli und von der Propofol-Flasche in ihrem Bett. Die weiß, Propofol ist ein Narkosemittel. Die beiden rufen die Oberschwester, die holt den Oberarzt dazu. Der Oberarzt war in dem Moment auch total besorgt. Hat sofort gesagt, ich werde das dem Chefarzt melden. Und so eine halbe, dreiviertel Stunde später geht die Tür auf und dann kommt der Oberarzt rein mit diesem Assistenzarzt. Dann hat der Oberarzt halt gesagt, wir haben das nochmal besprochen im Team mit dem Chefarzt zusammen. Und es ist so, dass wahrscheinlich die Kochsalzlösung, die der Doktor ihnen gestern gespritzt hat, die falsche Temperatur hatte und sie deswegen ihr Bewusstsein verloren haben. Und ich habe dann gesagt, vor einer halben Stunde standen sie in diesem Zimmer und sie waren besorgt, geschockt und haben mir versichert, dass das nicht der normale Ablauf ist. Und jetzt stehen sie hier nach einem Gespräch mit dem Obersten und wollen mir erklären, mit einer ganz dämlichen Ausrede, dass das alles normal war?
Für Carina S. steht fest, sie will keine weitere Nacht mehr im Krankenhaus bleiben. Am nächsten Tag zeigt sie Philipp G. wegen gefährlicher Körperverletzung in Bezug auf eine nicht sachgerechte Medikamentengabe an. Ein halbes Jahr passiert nichts. Dann wird im April Philipp G.'s WG-Zimmer durchsucht. Die Polizei findet das Narkosemittel Propofol und eine verschlüsselte Festplatte. Auch Philipp G.'s Spind im Klinikum wird durchsucht. So erfährt die Klinik von den Ermittlungen gegen den Assistenzarzt und stellt ihn vom Dienst frei. Kurz danach kündigt er. Nach einem halben Jahr hat die Polizei die Festplatte entschlüsselt. Am 23. September 2020 geht die Meldung dann durch die Presse. Philipp G. hat die Patientinnen vergewaltigt und er hat sie dabei gefilmt. Die Klinikleitung nimmt Stellung. Die schweren Tatvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter unseres Hauses, für die es offensichtlich eine große Beweislast gibt, macht uns schier fassungslos. Es ist unvorstellbar, dass die Taten von Philipp G. so lange nicht bemerkt werden. Ich frage die Expertin in unserem Team, Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Wie schafft es ein Seriensexualstraftäter, dass sein Umfeld keinen Verdacht schöpft? Menschen, die wiederholt Straftaten begehen, werden häufig durch die unentdeckte Wiederholung immer selbstsicherer und auch risikofreudiger. Um ihr Umfeld zu manipulieren, müssen sie die Gefühle der Menschen in ihrer Umgebung manipulieren. Einer Person, die besonders freundlich und hilfsbereit auftritt, wird seltener zugetraut, dass sie bewusst anderen Menschen schaden könnte. Dies kann zur Relativierung von Verdachtsmomenten führen. Mittlerweile sitzt Philipp G. in Untersuchungshaft im Gefängnis Bielefeld-Brackwede. Ob er sich je zu den Taten äußert, erfahren wir nicht. Am zweiten Tag in U-Haft begeht er Suizid. Ich treffe mich mit Stefanie Höcke. Sie ist die Anwältin von Carina S. Hallo, guten Tag. Die beiden sitzen gerade bei einer Besprechung, als sie von Philipp G.'s Tod erfahren. Wie hat Ihre Mandantin damals auf die Nachricht reagiert? Sie war sehr, sehr geschockt natürlich und hat nur gesagt, jetzt entzieht er sich allem, so feige ist er auch noch. Das waren so ihre erste Reaktion. Mhm. Warum wird so ein Verfahren eingestellt, wenn der Beschuldigte nicht mehr am Leben ist? Mhm. Ja, das Verfahren ergibt sich eben aus der Strafprozessordnung, dass es eine Einstellung dann stattzufinden hat, weil es eben keinen mehr gibt, gegen den das Verfahren geführt werden kann. Sie haben sich dann dazu entschlossen, sowohl die Klinik als auch den Chef und den Oberarzt anzuzeigen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Meine Mandantin sagte ganz klar, sie hat es ja eben dem erst der Schwester mitgeteilt, dann kam der Oberarzt hinzu. Oberarzt hatte gesagt, er will mit dem Chefarzt sprechen. Also war es klar, dass das eben auch in der vorherrschenden Hierarchie nach oben eben mitgeteilt worden ist. Wir wollen mit der Klinik über die Vorwürfe sprechen. Gab es Verdachtsmomente? Hätte man nicht früher reagieren können und müssen? Ein Interview wird abgelehnt. Jedoch bekommen wir eine schriftliche Stellungnahme. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf ein Sexualdelikt im evangelischen Klinikum Bethel. Es wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um dem Vorwurf der nicht sachgemäßen Medikamentengabe nachzugehen. Die Klinikleitung, die beteiligten Ärzte und die Pflegedienstleitung sind ihrer Sorgfaltspflicht in vollem Umfang nachgekommen. Für Carina S. bleibt die Frage, wurde genug getan, um sie und andere Frauen zu schützen? Sie hofft auf Antworten und Aufklärung. Doch dann die niederschmetternde Nachricht. Die Klinik sieht keine Verletzung der Sorgfaltspflicht. Dieser Meinung schließt sich die zuständige Staatsanwaltschaft an. Am 20. Mai 2021 stellt sie das Verfahren ein. Das Klinikum Bethel trägt damit nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine Verantwortung dafür, dass ein Großteil der fast 100 Frauen hier betäubt und vergewaltigt wurde. Obwohl fast 100 Frauen betroffen sind, werden sie weder von der Staatsanwaltschaft noch von der Klinik über die Vergewaltigungen informiert. Wie kann das sein? Die Klinik schreibt uns dazu: Institutionen der Opferhilfe haben allerdings empfohlen, keinen Kontakt zu diesem Zeitpunkt mit den Opfern aufzunehmen, weil eine aktive Ansprache die Opfer weiter traumatisieren könnte. Für die Opfer besonders schlimm? Bei der Obduktion von Philipp G. wurden zwei Geschlechtskrankheiten festgestellt, mit denen er die Betroffenen infiziert haben könnte. Warum werden die Frauen, die eventuell angesteckt oder womöglich schwanger wurden, nicht informiert? Wir fragen bei der Staatsanwaltschaft nach. Man will uns kein Interview geben und auch nicht schriftlich antworten. Wir reichen deswegen eine Klage ein und fordern die Beantwortung unserer Fragen.
Wir bekommen viel Papier auf unseren Antrag von der Generalstaatsanwaltschaft. Auf 16 Seiten erläutert sie, warum sie unsere Fragen nicht beantwortet. Nun muss ein Gericht entscheiden. Dass man die Frauen nicht informiert, lässt mir keine Ruhe. Was ist, wenn die Erinnerung zurückkommt? Welche Auswirkungen kann eine Vergewaltigung unter Betäubung auf das Unterbewusstsein haben? Ich treffe die Psychotherapeutin und Traumaexpertin Silke Schwarz und bitte sie um ihre Einschätzung. Ja, es ist schrecklich auch, das zu erfahren, ich bin dann vergewaltigt worden, keine Frage. Das soll auch gar nicht kleingeredet werden. Aber noch schwerwiegender ist es, die Frauen dann eben uninformiert zu lassen. Und dann haben sie in 10 Jahren, in 15 Jahren andere chronische Folgeerkrankungen oder Beschwerden, die sie eben überhaupt nicht zuordnen können. Das ist eine erneute Opfermachung von Frauen, wenn das eben ihnen vorenthalten wird. Auch für Carina S. ist es unglaublich, dass die anderen Frauen nicht informiert werden. Deswegen geht sie immer wieder an die Öffentlichkeit. Ich bin von diesen ganzen Opfern irgendwie diese starke Kriegerin, die immer jedes Interview hält und versucht, für alle Frauen oder für alle Opfer, denen es passiert, halt zu kämpfen. Und das mache ich auch nur deswegen, damit es einfach gerecht abläuft. Aber trotzdem gibt es halt auch so Momente, wo ich einfach echt weine, weil ich so wütend bin. Wenn die Erinnerung hochkommt, wenn diese Momente kommen, gibt es da irgendwas, das Ihnen hilft, damit umzugehen? Ich habe geschafft, dieses Thema für mich halt auch gut zu verarbeiten, dass ich es im Alltag auch an die Seite stelle und mir ganz gezielt Zeit nehme, bewusst, um über dieses Thema nachzudenken, was da passiert ist. Und das ist auch, was ich den anderen Opfern mit auf den Weg geben will. Man darf das niemals unter den Teppich kehren und wegschieben, weil es bricht ja irgendwann aus einem heraus. Dass auch wenn sie am Anfang denken, es geht nicht weiter, weil sie das niemals verkraften, es geht immer weiter. Und man findet auch immer die Kraft, weiterzumachen. Ich habe für mich gemerkt, dass ich in dem Gespräch mit Carina gerade zum ersten Mal wirklich verstanden habe, dass hinter dieser Geschichte, die man aus den Medien kennt, dass da wirklich ein Mensch dahinter steht und nicht nur eine Frau, sondern viele Frauen, deren Leben sich jetzt für immer verändert hat. Carina S. und ihre Anwältin Stefanie Höke kämpfen weiter. Ich bewundere sie sehr für ihre Kraft. Wurde dein Vertrauen auch schon einmal missbraucht? Wenn du magst, erzähl mir davon in den Kommentaren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Kanal. Hier links kommst du zum Fall Fabienne M. Es geht um eine junge Frau, die während eines Einsatzes von einem Polizeiauto tödlich verletzt wurde. Und schau auch gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Y-Kollektiv vorbei. Dort gibt es jede Woche spannende Reportagen.